David Kepathy vor den Stadtwerken in Duisburg. Defi, du kannst retten. Eine neue Aktion aus Ihrem Hause. Sagen Sie uns mal etwas Näheres dazu. Ja, die Aktion Defi, du ist eine Aktion, die wir ins Leben gerufen haben als Energiedienstleister der Stadt Duisburg. Sehen wir eine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und die Defi, du-Kampagne ist die Kampagne, die Menschen in ihrem Bewusstsein zu schärfen, Hilfe zu leisten. Und da ist natürlich der Defibrillator der erste Hilfeweg überhaupt bei Herzstillstand, bei Herzversagen. Und wir glauben, dass wir mit der Aktion neben dem Bewusstsein, in dem Fall zu helfen, grundsätzlich die Lust oder den Weg zu helfen erweitern. Jetzt haben Sie ein sehr ehrgeiziges Ziel vorhin formuliert. Und zwar wollen Sie Defibrillatoren in Duisburg flächendeckend anschaffen, beziehungsweise dafür sorgen, dass Duisburg der Ort wird in Deutschland, wo die größte Dichte herrscht. Das ist richtig. Also das Ziel soll sein, dass wir bis 2015, wenn möglich, die Stadt mit dem größten Netz sind. Zurzeit starten wir mit 6 öffentlichen Standorten, haben das Ziel, bis Ende dieses Jahres noch 20 weitere zu installieren und dann sukzessive an den Stellen, wo eine hohe Frequentierung von Menschen stattfindet, Einkaufszentren, Sportstätten etc., dann nachzuziehen und dann irgendwann auch breiter in die Fläche noch zu gehen, dass man dann irgendwann über ein sehr großes Netz von Defibrillatoren verfügt. Ehrgeizig, ja, aber man muss sich ehrgeizige Ziele stecken, um die dann noch zu erreichen. Und deshalb natürlich auch die breit angelegte Kampagne mit Defidu, mit den ganzen bekannten Gesichtern, mit dem Internetauftritt und allen, die dazu als Protagonisten unterwegs sind. Herr Kepathy, viel Erfolg und vielen Dank. Vielen Dank auch.